Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir sind letztes Mal hier in diesem wunderschönen Raum stehen geblieben. Was sehen wir denn unten? Wenn Navi da schon so hinfliegt, nix. Oh. Das ist nicht passiert. Okay. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und da mal runter gucken, aber da ist nichts. Das habe ich mir fast gedacht. Gut. Ich würde sagen, wir gehen hier durch diese Tür. Ich justiere mal eben den Mikrofonhalter. Okay. Gut. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal. Das war fast klar. So, jetzt dreht der total am Rad. Und Wems ist er kaputt. Wir kriegen ein paar Bömschen. Und können den nächsten anhauen. Komm mal her. Zack. Ja, heute läuft das Ganze doch schon wesentlich besser als beim letzten Mal. So. Und dasselbe nochmal mit dir. Einmal. Und weg. Ja. Oh. Da wollte ich gar nicht drauf. Genau, das geht da direkt zu. Okay. Oh, ich dachte... Okay. Ah. Das ist blöd. Können wir den irgendwie hier drauf stehen lassen vielleicht? Aua. Okay. Müssen wir vielleicht uns jetzt beeilen, dass wir da durchkommen? Okay, das scheint fast so. Ich hoffe, dass wir den richtigen Weg gewählt haben. Aha. Gut, dass wir noch ein bisschen Energie haben. Ein bisschen Magie. Oh, cool. Ein Herz. Es füllt alle Herzen aus deiner Energieleiste auf. So, und da ist noch eine Kiste. Ist da vielleicht ein Schlüssel drin? Noch ein Herz. Eines deiner Herzen. Okay, verstehe. Kurz speichern. Und dann sind wir hier. Es kommt mir verdächtig bekannt vor. Ich hoffe, das müssen wir machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, na gut. Na du? Gehen wir ja mittlerweile. Wir locken den dahin. Oh, das war blöd getimt, aber naja. Passt schon. Versuchen einfach jetzt hinter ihm zu bleiben. Wow. Okay, wir locken ihn jetzt mal hier hin, dass wir noch ein paar Herzen vielleicht rausholen können. Perfekt. So. Gucken wir mal. Ah, das kriegen wir hin. Bin ich zuversichtlich. Okay. Kein Problem. Achso, jetzt hat er ja ein Rüstungsteil verloren. Ah, blöd. Na komm. Okay, das war's. Na gut. Aber er lässt nochmal drei Herzen fallen.
Ja, inzwischen ist ja auch definitiv, da war ich mir bei der letzten Aufnahme ja auch noch nicht sicher, das Kanalbanner oben. Was sagt ihr denn dazu? Gefällt euch das? Oder findet ihr das eher nicht so passend? Der Herr Eis hat mir vorher auch schon mal einen Kanalbanner gemacht und ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich nicht nochmal mit dir gesprochen habe. Das hat nichts mit der Art des Banners zu tun, beziehungsweise in gewisser Weise schon, weil ich habe mir gedacht, ich darf ja rechtlich gesehen, wir machen die Kiste mal auf, wahrscheinlich nichts drin, was wir brauchen, blöd. Oh, der Spiegelschild. Der Spiegelschild reflektiert mit Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Okay, ich denke... da haben wir ihn. Ach. Hatte ich schon erwähnt, dass die Steuerung irgendwie... Na, egal. Sei mir da nicht böse. Das hat nichts, aber auch wirklich nichts... Ich hoffe, wir müssen den jetzt nicht nochmal. Okay, er ist auch gar nicht da. Wir kriegen die nicht kaputt, blöde Sache. Das hat nichts mit deinem Banner zu tun, sondern das hat mit Bildrechten zu tun. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte da gern Figuren aus normalen Spielen reinpacken. Und wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt, da sind ja auch die ein oder anderen Bilder von Spielen drin. Da ist zum Beispiel Altair, da ist Link, Ach, blöd. Ich dachte, der hätte sich da drauf gestellt. Da ist Sam & Max sind zum Beispiel drauf. Ist damit auch gleichzeitig so ein bisschen der Spoiler für das nächste... Aha, okay. Verstehe, ich sehe schon. Dann müssen wir wahrscheinlich genau das machen. Aha. Cool. Da ist, ja, Sam & Max, wie gesagt, sind da drin. GLaDOS ist drin. Ich habe mir gedacht, so drei Figuren von Spielen, die ich schon gemacht habe, drei Figuren von Spielen, die noch kommen. Daher von kommen, Altair ist drin, Batman ist drin und Sam & Max sind drin. Und von Spielen, die ich schon gemacht habe, ist Link drin, Spooky drin und GLaDOS drin. Und ich finde, das Banner ist ganz cool geworden, aber schreibt mir doch mal drunter, wie ihr das so findet. Ich habe halt so ein bisschen das lizenzrechtliche Problem bei Bildern umgehen wollen mit dem Urheberrecht, was ich gehabt hätte, wenn ich jetzt Originalbilder genommen hätte. Bei Logos und so, bei Spielen ist das nicht ganz so kritisch. Allerdings ist das auf jeden Fall eine kritische Sache bei... Figuren und sowas. Daher, das habe ich damit umgeben wollen und ich glaube, es ist... Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Kristallflamme hat die gezeichnet. Den Link findet ihr in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video von jetzt an. Das Intro ist immer noch in der Mache und es tut mir sogar leid. Also, es tut mir auf jeden Fall leid. Können wir das damit auch reflektieren? Hallo? 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 Aua. Okay, können wir nicht. Das muss gehen. Was sagt Navi denn? Vorsicht, bevor... Okay, das hatten wir schon. Aua. Machen wir einmal das. Das und dann haben wir die Quit. So. Okay. Okay, das ist blöd. Müssen wir erst mit dem Bogen, denke ich, gucken. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Banner ist von Kristallflamme, hat mir super gut gefallen und ich denke, da wird man sicher nochmal das eine oder andere kommen. Schreibt mir aber auch gern mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Ich finde es, wie gesagt, super gut. Das Intro ist weiterhin in der Mache.
Sobald das fertig ist, werdet ihr das sehen. Denn das ist ja nicht zu übersehen, wenn da auf einmal ein Intro ist, wo ich derzeit keins habe. Ja, und wie gesagt, gerne mal in die Kommentare damit, wie gefällt euch das? Würde mich halt mal interessieren. Ich würde nämlich in Zukunft die Kanalbanner gerne so halten. Wieso? Okay, ich speichere mal hier. Falls wir da jetzt sterben sollten, warum auch immer. Moment mal, wir haben doch den Grappling Hook, oder? Kann ich mich da nicht einfach... Moment. Kann es mit dem Grappling Hook doch wahrscheinlich einfach nach oben manövrieren. Ohne viel Aufwand. Na, geht das? Ha! Na gut. Gut genug. Okay, da brauchen wir wieder die Bomben. Ich würde in Zukunft die Kanalbanner gerne grundsätzlich so halten, weil ich es halt individueller finde. Ich, ups, das war blöd. Das war auch ziemlich blöd. So, jetzt aber. Weil ich das halt ganz cool finde, das hat was Eigenes und ich finde ihren Zeichenstil auch sehr nett. Und daher, mir gefällt das. So, ja. Wie gesagt, aber gerne mal in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Und ob ich in Zukunft das weitermachen soll oder ob ihr das nicht so toll findet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon eine schöne Sache. Gut. Ja, hier spielen wir... Das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Ich hoffe nur, dass wir da auch jetzt schon rein müssen, dass ich nicht zu früh da bin. Das ist der Nachteil, wenn man blind spielt. Wir gehen mal da rein. Okay. Ah, cool. Magie. Magie. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, mit Bogen dauert es ein bisschen länger. Ich glaube jetzt hier. Dann machen wir mal den hier. So, das reicht noch nicht. Okay, ich speichere mal gerade. Sind das Türen oder sieht das nur so aus? Warum war mir das irgendwo klar? Ich lade nochmal. Gut, also die brauchen wir nicht. So, das muss nämlich nicht sein. Okay, alles klar. Du bist auch fake. Oh. Aha. So, das ist wahrscheinlich dann jetzt einmal. Okay. Da ist nichts hinter, das sieht man. Da ist auch nichts hinter. Dann muss hier eigentlich noch was sein. Oder auch nicht. Okay. Ach, Moment. Wir sollten... Ich sollte mich besser an der Decke umgucken. Ich glaube, da ist nämlich genau was zum Festgrabben. So, und dann kommen wir hier drauf. Und das sieht mir doch nach dem Masterschlüssel aus, oder? Sind wir wirklich schon so weit fortgeschritten hier? Cool. Und ausnahmsweise komplett ohne Hilfe. Ich bin... Ja, nicht komplett. Ja, doch schon. Nee, nicht ganz. Ich wusste als Kind anfangs nicht weiter. Der Masterschlüssel! Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Ich habe ein bisschen Angst davor. Nachdem ich mit dem Spiegelschild jetzt auch weiß, was uns blüht. Aber gut. Wir gehen weiter. Aua. So, das ist nett. Und was
was passiert. Das öffnet sich. Wir schauen aber mal. Da können wir runter, glaube ich. Ist da was? Oh, ja, da ist was. Okay, ja, davon haben wir jetzt mehr als genug. Okay. Okay, da muss auf jeden Fall noch irgendwie eine Lichtquelle, glaube ich, hin. Und ich habe auch schon eine Vermutung. Da vorne steht ein Spiegel, den wir drehen können. Da müssen wir garantiert wieder was reinleiten. Ja. Ich denke, ihr habt auch schon gesehen, dass da ein weiteres Let's Play auf dem Kanal jetzt mittlerweile gestartet ist, als Ersatz für Spooky. Und zwar in Verbus Virtus. Ist auch ein Adventure. Besonderheit daran ist, dass wir, oder dass man die Sprüche nicht wie sonst mit irgendwelchen Tasten steuert, sondern dass die Sprüche, ist das, ich gucke, okay, Moment. Da soll eine Kiste sein. Okay. Ah, ich sehe schon da oben. Man zaubert mit der Stimme. Und zwar sagt man die Zaubersprüche mit gedrückter Maustaste und dann, ja, passiert das. Wenn ihr Adventure-Spiele mögt, das hat auch eine sehr schöne Grafik, finde ich, für so einen Indie-Titel. Schaut da gerne mal rein in Verbus Virtus. Ich habe das, glaube ich, als Infocard, werde ich das wahrscheinlich hier einblenden. Okay, Bomben. Ist jetzt nichts wahnsinnig Tolles. Gibt es hier noch irgendwelche Siegel, die wir irgendwie anschludern müssten? Ah, okay. Dafür die Bomben. Das können wir hier wegsprengen. Dann kommen wir wahrscheinlich dahin, wo das andere Teil mit dem Lichträtsel ist. Genau. So, drücken. Ja, wie gesagt, in Verbus Virtus, schaut es euch sehr gerne an. Macht super Spaß. Lasst euch nicht davon beeindrucken, dass ich schon im zweiten Part Schwierigkeiten hatte. Ich habe halt einen Bug gehabt. Leider. Aber das Spiel ist total cool und ich fand auch den Publisher sehr nett. Die haben sehr schnell auf die Anfrage, ob ich das Let's Playen darf, reagiert. Sehr sympathisch und ja, vielleicht schaut euch das mal an. Das ist, wie gesagt, ein sehr cooles Spiel. Lohnt sich zu unterstützen auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die hier wieder. Aua. So, und damit haben wir hier... Oh, upp. Das machen wir noch auf jeden Fall gerade. So, wir gehen hier hin. Ah, okay. Okay. Finde ich eine coole Idee übrigens mit dem Spiegel. Das war auffällig. Okay. Ich speichere mal gerade. Können wir da jetzt einfach rüberspringen? Okay. Können wir nicht. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich beleuchten muss?
glaube nicht. Okay. Aha. Ja, das ging jetzt schneller als erwartet. Aber leider, leider sind die 20 Minuten erreicht. Daher würde ich sagen, wir verschieben den Bossfight aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 17 Uhr in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auf der linken Seite jetzt den Link zur Playlist finden. Darunter könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren und ihr könnt mir auf Twitter folgen, wodurch ihr dann Neuigkeiten zu meinen Videos als Erste bekommt. Auf der rechten Seite habe ich euch noch andere Projekte zusammengestellt, die euch eventuell auch interessieren könnten.